Sehr geehrte Zuschauer, sehr geehrte Zuhörer, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Werner. Guten Tag, Michael, ich grüße dich. In bekannter Runde finden wir uns heute wieder zusammen. Heute das Thema Agilphonie und Magenbeschwerden. Noch ganz kurz einige Bemerkungen zu unseren letzten Interviews, gerade im Kontext Burnout und Schlafstörungen. Es gab dann doch eine Menge Fragen. Wir haben das so weit wie möglich beantwortet. Wir denken darüber nach, über diesen Komplex Burnout, Schlafstörungen eventuell nochmal ein separates Interview zu führen. Aber heute das Thema Magenbeschwerden. Werner, auch dieses Bild Magenbeschwerden nach meiner Recherche relativ weit verbreitet. Die Agilphonie kann dort helfen. Wie wird sie helfen? Also beim Teil der Magenbeschwerden kann die Agilphonie, das hat sich in den letzten 20 Jahren gezeigt, helfen und sie hilft auch. Und welcher Teil ist das? Das ist der Bereich, wo es um psychosomatisch bedingte Magenbeschwerden geht, um es mal richtig auszudrücken. Wenn wir mal ganz kurz noch uns ein bisschen auf einen höheren Platz bewegen und nicht nur die Magenbeschwerden sehen, sondern überhaupt Erkrankungen und wie Erkrankungen geheilt werden können. Heilen geht ja nur durch den Menschen selbst. Er kann sich helfen lassen, aber heilen kann sich der Mensch nur selbst. Das wissen wir spätestens seit Dr. Cordwell. Dann wissen wir, wenn wir uns das ansehen, welche Heilungsmöglichkeiten bestehen, dass die Behandlung der Psyche, das Eingehen auf psychologische Fragen, die Bearbeitung der Psyche, die Analyse der Psyche, die Therapie der Psyche, dass das ein riesengroßer Anteil ist. Und in einem unserer Beiträge hatte schon einmal Dr. Edinger, Professor Edinger aus Rolandseck, hatte das schon mal dargestellt, dass nach seiner Erfahrung 80%, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Behandlung mit psychologischen Dingen, mit psychotherapeutischen Dingen, Behandlung der Psyche, dass das zum Erfolg führt. Bei 80% allein schon, oder anders ausgedrückt, man ist auf dem Weg der Heilung zu 80% vorangeschritten, wenn man die geeigneten psychologischen, psychiatrischen, neurologischen Therapien einsetzt. Und jetzt wieder zu den Magenbeschwerden. Das können wir also davon ausgehen, dass zu 80% jetzt alle Magenbeschwerden zu 80% psychosomatisch bedingt sind. Hochinteressant, die Aussage. Und dass wir damit sozusagen mit Agilphonie auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und das, wie gesagt, das zeigt die Erfolgsgeschichte seit circa 20 Jahren. Wenn ich das so kurz zusammenfasse, du willst damit sagen, also Bauchschmerzen haben zu 80% etwas mit der Psyche zu tun. Ja, zumindest lassen sie sich zu 80% erfolgreich mit psychologischen, neurologischen Therapien, Methoden behandeln. Auch wiederum weggehen von den Bauchschmerzen. Nehmen wir eine Verletzung, nehmen wir Rückenschmerzen, nehmen wir Gelenkschmerzen. Da ist die psychologische Seite häufig unterbewertet, wenn wir nicht erfolgreich sind. Setzen wir das Psychologische mit ein, Ja. dann haben wir die Erfolge. Und das ist der Ansatz von Agilphonie, womit ich nicht auf keinen Fall versprechen kann, dass Agilphonie hundertprozentig erfolgreich ist, hundertprozentig hilfreich ist zum Heilen, aber 80%, das ist nicht schlecht, wäre das noch aufzubieten. Bei der Prozentzahl, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, ich denke, Sie stimmen mir dazu. 80% wäre schon eine gigantische Zahl. Damit werden die meisten schon zufrieden. Wie macht das die Agilphonie? Ja, wir gehen ja, wie wir schon in anderen Bereichen gesagt haben, auf die Hirnfunktionen ein. Wir nutzen die Möglichkeit durch das Ausprägen neuer Reaktionsmuster, in dem Fall der Agilphonie, auf akustische Umwelteinflüsse, ich will das gar nicht Reize nennen, auf Umwelteinflüsse, Ja. wo wir uns anpassen und anpassen ist unser Leben, anpassen ist das Leben unseres Hirnstamms. Wenn wir uns nicht mehr anpassen, an dem Tag sterben wir. Durch dieses Training an das bis dahin noch nicht gehörte,
was Ausdruck unserer Hirnströme ist, denn die Töne sind ja abgeleitet aus unserem eigenen Stammhirn, aus unseren eigenen Hirnströmen. Ja. Durch Anpassen an diese neue Umwelt, an diese neue Bedingung, ausgeführt durch akustische Signale, durch Töne, durch das Anpassen erlauben wir uns oder nutzen die Chance, rein unspezifisch Störungen unserer Funktion im Stammhirn zu beseitigen, zu lindern, aber hauptsächlich auch zu beseitigen. Die Störungen, wir haben schon darüber gesprochen, sind funktioneller Art, sind psychosomatisch bedingt, wie wir gerade jetzt auch gesagt haben, bei dem Beispiel der Magenbeschwerden, 80%. Und damit sind wir in der Lage, Migräne, psychosomatisch bedingten Bluthochdruck, Tinnitus, Burnout und die Dinge, über die wir hier reden, heute die Magenbeschwerden, haben wir eine Chance, die auszugleichen, zu normalisieren. Und das macht die Agilphonie über das Anhören der Töne, dreimal täglich, durch das Trainieren und schließlich mit ganz, ganz großer Chance dann Einwirkung auf die Symptome, hier in dem Fall Magenbeschwerden. Okay, der Interessent, wie kommt der jetzt konkret an die Töne der Agilphonie? Also der Interessent, der jetzt vielleicht gerade unser Interview sieht und hört, der geht in den Shop, wir blenden die Adresse ein, er erwirbt dort Agilphonie. Was erwirbt er da? Er erwirbt letztendlich ein Audio-File, ein anhörbarer MP3, eine MP3-Datei, die er sich mit jedem Telefon, mit jedem Player, MP3-Player, Fernseher, mit einem Desktop, mit einem Tablet, mit einem Smartphone, mit einem Laptop anhören kann, was es auch sonst noch gibt, um MP3s anzuhören. Ja. Aber zuvor muss er sein EEG einliefern bei uns. Das ist in elektronischer Form. Ein EEG ist das Abbild der Hirnströme auf Elektronik gespeichert. Das sendet er oder der Arzt, der das EEG abnimmt, uns zu. Wir arbeiten in unserem Labor aus diesem EEG ganz klar zugeordnet Töne aus. Das ist ein komplexes und sehr kompliziertes Computerprogramm, was das macht. Und senden dann dieses MP3 zum Anhören an den Anwender, der das gekauft hat, zurück. Das geschieht in kurzer Zeit. Nachdem wir das EEG elektronisch übers Internet bekommen haben, dann dauert es meistens nur einen Tag, 24 Stunden, in Ausnahmefällen mal 2 Tagen, wenn die Signale sehr komplex sind. Dann erhält er das jedenfalls wieder als MP3 und kann es sich über die Wege, die ich genannt habe, Telefon, Smartphone, Tablet, Laptop, PC, Fernseher, Autoradio anhören. Ja. Das macht er 3-mal am Tag. Ja. Und dabei muss er sich nicht konzentrieren, er muss nicht meditieren, er kann das ganz nebenbei ablaufen lassen, kann es über Lautsprecher anhören, über Kopfhörer, wie er will. Ja. Und das macht er dann Folgetag auch immer wieder. Ja. Und wird, wenn er ganz großes Glück hat, relativ schnell eine Entspannung erleben. Also Magenschmerzen weg. Ja. Oder es dauert eben mehrere Tage oder selbst Wochen, bis er zu dem Erfolg kommt. Versprechen kann ich es nicht. Aber es ist ja so einfach, das zu wiederholen. Und damit haben wir den Menschen sehr, sehr geholfen. Gut, von deiner benannten Wahrscheinlichkeit, ca. 80% werden mit einer Verbesserung sozusagen rechnen können, diese Datei in MP3-Form 3-mal täglich anhören. Der Zeitraum, also je nach Empfinden, so habe ich das verstanden. Aber es gilt dann sozusagen ein Leben lang. Ja. Ne? Derjenige, der Betroffene, kann sich sozusagen diese Töne immer wieder hervorholen und entsprechend annehmen. Muss ich noch einmal vielleicht ein bisschen mehr erläutern, wie das eigentlich funktioniert? Und deshalb nochmal darauf hinweisen, der Zeitpunkt, zu dem das EEG abgenommen wird, das passiert über Elektroden am Kopf und tut überhaupt nicht weh, das ist ganz einfach. Wenige Minuten werden da aufgezeichnet von den Hirnströmen. Zu diesem Zeitpunkt
sollte sich der Anwender, der potenzielle Anwender, sehr wohlfühlen. Er sollte zu dem Zeitpunkt nicht gerade die Magenschmerzen haben. Das ist auch mal eine Bedingung. Und wenn er dann das dann geschafft hat, durch mehrfaches Anhören, durch das Training, durch das Umprogrammieren seines Hirnstamms, seiner Funktion, durch das Beseitigen der, ich nenne das immer Computerviren im Hirnstamm, damit meine ich nicht wirkliche biologische Viren, sondern Computerviren. Wenn ihm das gelungen ist, dann kann er wieder eine bessere Lebensqualität genießen. Sollte es nach Jahren passieren, dass er wieder in diese Magenbeschwerden-Geschichte hineinfällt, psychosomatisch bedingt, dann ist es ganz einfach für ihn. Dann greift er wieder zu seinem MP3-Audio-Player und hört sich das an, mehrfach am Tag. Und sicherlich ist in kurzer Zeit, so ist in meiner Erfahrung, wieder das Phänomen psychosomatische Magenbeschwerden, dieses Syndrom sozusagen beseitigt. Und so hat die Methode den Vorteil, dass derjenige ohne fremde Hilfe wieder zu seinem Glück kommen kann. Fantastisch. Sehr geehrte Zuschauerinnen, sehr geehrte Zuschauer, wir haben heute gelernt, durch die sehr ausführlichen Erklärungen von Dr. Ulrich, auch das Beschwerdebild Magenbeschwerden mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit von 80% beim Einsatz der Agilphonie tritt dort Linderung ein, beziehungsweise die Magenbeschwerden verschwinden. Der Dr. Ulrich hat nochmal ganz kurz erklärt, wie Sie sozusagen zu diesen Agilphonietönen kommen. Zu einem Arzt gehen, EEG aufnehmen lassen, der Arzt sendet das ins Labor oder Sie senden es ins Labor, bekommen dann ein, zwei Tage später die Töne, können Sie sofort einsetzen. Die Empfehlung dreimal täglich. Der Zeitraum, wann die Linderung eintritt, beziehungsweise die Beschwerden komplett verschwinden, das richtet sich nach Ihrer Wahrnehmung und Ihrem persönlichen Empfinden. Werner, vielen Dank für die heutigen Ausführungen. Es war wieder sehr angenehm und sehr fundiert. Vielen Dank für Ihre Geduld. Bei unserem folgenden Interview geht es um das Thema Bluthochdruck, mittlerweile ja auch eine sogenannte Volkskrankheit. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine angenehme Zeit. Wiederschauen.